Konnichiwa, ihr Chibis, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doom. Ja. Mir steckt immer noch die Action der letzten Folgen in den Knochen. Hi! Und es geht auch direkt weiter. Gönnt mir mal eine Pause, Mann! Du auch! Der und sein Bunnyhops hier die ganze Zeit. Heidenei, echt. So, da hinten lang. Hat's wehgetan? Hä? Hat's wehgetan? Ja, hat's wehgetan? Hat's wehgetan? Hä? Tut das auch weh? Halt! Munition, bleib da. Ich höre schon wieder den nächsten Blubbern. Munition, ja, bitte her damit. Da hoch. Oh Gott. Uiu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 i. Anhalt! Umdrehen! Zerlegen! Zerlegen! Schnell! Ja! Der ist zerlegt. Der auch. Hier ist ein Raumschiff. Ist das dieses Zugsystem? Nee, ne? Ach, oh Gott. Oh Gott. Na gut. Wenn es denn sein muss. Oh Gott, hier ist Ende. Im Gelände. Na shit, verkackt. Friss das. Komm schon. Ja. Der erste von denen. Platt. Oh. Oh, Mama, 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 Mama. La, 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 lila. Oh, ja. Ja. Wenig Munition. Aber den kriege ich damit noch. Nein, kriege ich nicht. Oh Gott. Waffe wechseln. Na. War's das? Nein. Oh Gott. Ein kleiner Hämpfling hier. Der kann auch nerven. So, Tom, weg damit. Sauber verfehlt. Genau. Wie sie an. Ja. Pam. Noch eine. Da, friss. Und du. Kriegst erstmal zielgesteuerte. Ja, und jetzt. Ach, ist schon kaputt. Da spoffen schon wieder was. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Komm her. Ich mach dir kaputt. Und dich auch. So. Du kriegst auch was ins Gesicht und jetzt. Ziehen wir dir den Stecker. Hopp. Ach, guck an, da wäre schon wieder so ein Ding gewesen hier. Kommt noch mehr? Lohnt es sich? Nein, natürlich nicht. Na gut, wäre ja nur Hast gewesen. Mit diesem Hast wäre es mir selbst zu hastig geworden. Ich komme ja so mit dem Tempo des Games streckenweise nicht klar. Ach Mensch, ich hatte die Kettensäge auch noch. Na. Sieht lecker aus hier. Ah, ist da das Viech, welches die Zugangskarte hat? Mich deucht so.
Ne, den gib mal her. Gib her die Karte, komm, gib. Mach fein auf. Dankeschön. Aber wer hat dich geplättet? Oder bist du... Hallo? Kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Ja. Intrigen und Komplott. Zugang gestattet. Das ist nett. Ehrlich jetzt? Da runterspringen? Ja, okay. Oh shit. Schnell wieder raus hier. Ah. Ein weiteres Upgrade. Eieieiei. Zugang gestattet. Zugang wäre gestattet. Weiß ich, bin ich dann hier auch sicher? Also das Ding zeigt mal, ich soll in die Richtung gehen, aber ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Ach so, ja. Hier war ich ja schon. Na denn, gehen wir da weiter. Das ist kaputt, da machen wir mit der Handkraft auf. Und Viechers. War so klar. Ja, schreit nicht so rum hier. Irgendwas rammelt mich da von hinten. Ne? Ich dachte... Entschuldigung für die Wortwahl. Keine Zeit. Kann nicht nachdenken. Muss kämpfen. Muss Panik haben. Muss mir einschurzen. Was ist das? Hier ist der Zug. UAC-Zug bereit zur Abfahrt. Bitte setzen Sie sich, der Zug ist bereit zur Abfahrt. Okay. Fahrziel ist der UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Okay, fahren wir da mal hin. Eieieiei. Oh, meine Griffel sind hier am Ölen. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Ich bin viel zu zart beseitet für so eine Scheiße. So. Eine bessere Zukunft. Schön hier. Also, so ein bisschen. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Mein Büro ist im zweiten Stock. Na, da bin ich ja mal gespannt, was der junge Mann uns zu sagen hat. Mehr als alles andere, wie mir scheint. Ach, so einer wieder. Waffe wechseln. Mögest du dies fressen? Jawohl. Da, friss. Ist gesund. Wieder drin, aber da stören sie mich ja nicht. Aber ich muss da rein. Okay. Hab kapiert. So. Alle verhauen hier. Dämonenpräsenz eliminiert. Jawohl. So looks it out. Ah, ein weiterer Dingskern.
Den würde ich jetzt gerne reinstecken in die maximale Munitionskapazität. Ja, stecke ich da rein. Ich hoffe, das hilft mir langsam mal ein bisschen mit meinem Munitionsproblem irgendwie klarzukommen. Tür ist auf. Aua, hallo? Hey! Macht man nicht sowas. Was eine Gesichtsgrätsche. Wollte ich schon die ganze Zeit loswerden, aber ich muss warten, bis der Herr hier mal fertig ist mit seinem Erzählkurs für Anfänger. Was ist denn da los? Lauter Kleine, obwohl die da hinten ist ein etwas größerer. Na, nutzen wir mal das Ding hier. Zwischendurch. Oh. So, für die Kleinen geht das ja noch. Oh, aber nicht für die Großen. Lebenspunkte. Gib, 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 gib. Danke. Ins Gesicht. Und nochmal. Lol, da fliegt nur noch der Torso an mir vorbei. Sehr schön, so lobe ich mir das. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ja, ich sag mal. Du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt, das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Hm. Und alles nur möchte ich an dieser Stelle nur mal wieder in Erinnerung rufen, weil die Madame ihr Müsli verschüttet hat. So, Zugang ist gestattet. Ist jetzt links und rechts offen? Ne, ist nur links offen. Okay, dann gehen wir mal da lang. Kleine, die können wir mit der kleinen Schlotze hier wegmachen. Die kleinen, gehen da hinten ist Munition. Sehr gut. Die ich nicht benötige. Okay. Ich soll in den zweiten Stock. Dann gehen wir mal da hoch. Ja. Bereichsabriegelung aktiv. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder die ganzen Kollegen eliminieren. Na, wo sind sie denn? Ja, ich weiß. Jetzt bin ich hier wieder so am große Töne spucken von wegen, ja, wo sind sie denn? Und wenn sie dann kommen, bin ich wieder der Erste, der die Hosen voll hat. Ich weiß. Ich weiß. Da sind sie. Noch mehr? Da. Hi. So. Oh ja. Okay, diesmal mache ich es richtig. Die beten hier eine Runde rum. So, und nun? Jetzt könnt ihr kommen. Ich bin bereit für euch. Ich bin bereit. Kommt alle ran. Los, komm.
Am besten ein paar größere, damit es sich lohnt. Ja, genau wie du zum Beispiel. Komm näher ran. Das soll sich auch lohnen. Kommt her, ihr Kleinen. Okay. Bring it on. Na! Der nächste, bitte. Oh, nochmal der nächste. Wo seid ihr? Da hinten. Komm her, du. Wo haben wir noch einen? Na, kommt schon. Kommt her. Du kannst gerne mal boxen jetzt mit mir. Ist vollkommen okay. Weg. Du auch, weg. Zeit ist vorbei. Da kommt wieder ein etwas dickerer. Bam, ins Gesicht. Okay, jetzt ist es wieder vorbei mit der Freude. Oh, hi. Oh, Mann, 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 Mann. Wo ist er da? Die ist platt. Das Ding kann der auch nicht abfangen. Okay, damit haben wir endlich mal eine gute, nützliche Methode gegen die gefunden. Oh, ich liebe den Soundtrack. Komm her, da! Haben wir die geschafft? Ne, da kommt noch ein kleiner. Schön, hat Spaß gemacht. Diesmal war es angenehm. Eieiei. So, wieder nach oben. Jetzt sollte ja hier entriegelt sein, genau. Da hinten liegt noch Zeug. Brauche ich glaube ich gar nicht. Ne, brauche ich nicht. Nur gut, denn weiter. Oha. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang, bitte. Sehr freut, dich kennenzulernen. Vertrauen tue ich dir trotzdem nicht. Ja. Unendlich Munition wäre was. Gottmodus. Ach, guck mal in der Schau. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden.
Ja. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Ganges. Nun gut, dann auf zum Aufzug. Nun denn. Oh, mit der Schlotze auf die Entfernung ist natürlich sehr sinnvoll. Upgrade. Ups. War so geplant. Volle Absicht. Okay, dann mal hier rein. Da geht's wieder rund. Aber da ist auch schon wieder. Jetzt, ja, ich sehe es, da hinten ist so ein Ding, was ich mir dann zu Gemüte führen werde, wenn es hier losgeht. Aber erstmal so die kleinen Hansels wieder wegräumen. Ich glaube, das waren alle. Na gut. Okay. Los geht's. Triff mich doch. Was bist du überhaupt für einer? Ich habe ihn noch nie gesehen. Da. Guten. Bam. Ins Gesicht. Und weiter. Oha! Guck's einmal nicht hin. Hi. Okay, andere Knarre. Hit. Auch Hit. Zwar ein bisschen schade um die Munition, aber bevor ich jetzt ewig rumwechsel hier. Oh shit. Das war Aim Fail. Ins Gesicht. Auch ins Gesicht. Zerlegen. Jawohl. Jawohl. Schnell. Das ist auch hops. Da kommt irgendwas. Hi. Direkt eine servieren hier. Oh shit. So viel dazu. Gut was aus. Bei dem können wir auch ein Kabel ziehen. Okay. Huh. Sehr schön. Feuerwerk. So, wo soll ich jetzt lang? Dahin. Ja, dieses nette Knöpfchen drücken wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, ein Däumchen nach oben. Richtig geile Sache. Abo, falls noch nicht so geschehen. Und ansonsten, wie immer, Kommentare, Feedback und so weiter. Nicht ab unter die Videos in die Kommentarsektion. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Doom oder eben eins meiner anderen Projekte. Je nachdem, was ihr alles so bei mir verfolgt. Ja, bis denn. Tschüss.